Guten Tag, Herr Dr. Ali. Wir befinden uns hier heute auf der Konne 2014. Sie sind verantwortlich für die Umsetzung des Aktionsplans zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland, welcher vom BMG beauftragt wurde. Was hat es mit dem Aktionsplan auf sich? Wie ist er entstanden und was sind die Ziele? Könnten Sie uns dazu bitte einiges sagen? Ja, gerne. Also der Aktionsplan, den gibt es seit 2008. Er ist zurückzuführen auf die Initiative der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft von Herrn Professor Grant, der im Vorstand dort ist, der sich dieses Themas angenommen hat und dem BMG die Probleme vorgestellt hat, die die Ärzteschaft, aber auch die Apotheker im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit haben. Damals gab es ein Gespräch mit der Ministerin Schmidt und da sind eben verschiedene Fallen im Grunde genommen dargestellt worden, die es im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit gibt. Und um diese Probleme eben zu lösen, um die Arzneimitteltherapiesicherheit zu verbessern, um Fehler zu minimieren, die theoretisch gemacht werden können, ist der Aktionsplan Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland entstanden und wird vom BMG entsprechend finanziert. Ja, vielen Dank. Welche Ergebnisse konnten Sie denn bislang im Rahmen des Aktionsplans erreichen? Also das ist eigentlich eine ganze Menge. Zunächst ist es die Sensibilisierung für das Thema, dass dieses Thema Arzneimitteltherapiesicherheit überhaupt auf die Agenda kam und eben entsprechend wahrgenommen wird. Dass es Forschungsprojekte dazu gibt, denn Arzneimitteltherapiesicherheit ist eben auch ein wichtiges Forschungsthema. Die Frage, wie setze ich bestimmte Änderungen und Verbesserungen um und bringt es auch irgendwas, wenn ich zum Beispiel eine elektronische Arzneimitteltherapiesicherheit einführe. Wir haben verschiedene Projekte durchgeführt, beispielsweise das Embryotox-Projekt, das ist Arzneimitteltherapiesicherheit für Schwangere und Stillende im Netz vom Pharmakovigilanzzentrum Berlin, aber auch das Priskus-Projekt wurde im Rahmen des Aktionsplans durchgeführt, mit BMBF-Geldern wurde das finanziert. Dann die einheitliche Kennzeichnung von Spritzenpumpenaufklebern wurde durchgeführt. Dann eben der einheitliche personenbezogene Medikationsplan, patientenbezogene Medikationsplan als eines der Projekte, ein Forschungsmemorandum haben wir aufgestellt. Das Bulletin zur Arzneimittelsicherheit von Paul-Ehrlich-Institut in Wefham, überhaupt die Öffnung der UAW-Datenbanken. Also ich kann jetzt eine ganze Menge, ich glaube, ich mache da jetzt mal Stulz. Das sind so die wichtigsten Sachen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine so spontan vergessen. Ja, vielen Dank. Sie haben ja einen Vorschlag zu einem patientenorientierten Medikationsplan erarbeitet. Es gibt doch nun schon andere Medikationspläne. Was zeichnet Ihren Medikationsplan denn im Besonderen aus? Also im Wesentlichen die schnelle Möglichkeit der Aktualisierbarkeit und die strukturierte, die Vorlage von strukturierten Daten und somit eben auch die Weiterverarbeitbarkeit. Also es gibt eine Menge an Medikationsplänen. Wir haben, als wir einen Patientenflyer entwickelt haben, war die wichtigste Botschaft für die Patienten, dass doch eine Liste an Arzneimitteln geführt werden soll. Und da war immer die Frage, was für einen Medikationsplan sollen wir nehmen? Wir haben uns die angeschaut, die am Markt sind. Die sind natürlich hilfreich, aber die bieten natürlich die ganze Information unstrukturiert auf Papier ab. Und das ist für die Softwaresysteme, und wir sind ja hier auf einer Softwaremesse, sehr schwierig, dann diese Informationen einzulesen. Und da war der Gedanke eben gekommen, wir brauchen eine schnelle Aktualisierbarkeit, damit das überhaupt in den Markt integriert wird. Und da kam eben die Idee, dass wir so einen einheitlichen patientenbezogenen Medikationsplan, also einheitlich, damit der von den Patienten wiedererkannt wird, strukturiert, damit er eben in die IT-Systeme von Ärzten, Apothekern und Pflegenden integriert werden kann. Vielen Dank. Daran anschließend vielleicht die Frage, kann man denn den Medikationsplan auch als Konkurrenzmodell zur elektronischen Gesundheitskarte verstehen? Also eher als Ergänzung. Er soll eigentlich keine Konkurrenz sein. Er soll im Prinzip die Einstiegshürde in diese elektronische Welt verringern. Dadurch, dass eben wir ein Medium gewählt haben, Papier, was den Patienten absolut vertraut ist, was sie lesen können, wo sie sehen können, was steht da überhaupt über mich drin. Und das haben wir kombiniert eben mit dem Barcode, also diesem Einstieg in die elektronische Welt. Wir haben quasi diesen Bruch, diese Sollbruchstelle zwischen elektronischer Welt und Papierwelt, haben wir durch diesen Barcode versucht zu überbrücken. Und insofern ist er eigentlich so eine Art Vorbereitung der elektronischen Gesundheitskarte, indem dann schon diese Prozesse, die bei der Arzneimitteltherapiesicherheit in der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothekern stattfinden sollen, vorbereitet, indem er beispielsweise auch die Zusammenarbeit der Arzneimitteldatenbanken, wir haben vier verschiedene Arzneimitteldatenbankhersteller,
Diese Zusammenarbeit ist bisher noch nie erprobt worden. Durch den Medikationsplan haben wir gezeigt, dass es da unter Umständen auch Fehler gibt, indem beispielsweise für eine PZN unterschiedliche Inhalte hinterlegt worden sind, die sich zum Teil widersprechen. Und der Medikationsplan hat allein schon durch seine Existenz darauf aufmerksam gemacht und kann insofern diese Probleme, die die EGK ja nachher auch haben wird, vom Tisch räumen. Sie haben jetzt ja Datenbanken schon angesprochen und Archivierung, vielleicht Stichwort Datensicherheit. Wie geht der Medikationsplan mit den komplexen Anforderungen der Datensicherheit denn um? Also wir sind ja in der angenehmen Lage, dass wir, dass diese Datensicherheitsanforderungen oder Datenschutzanforderungen für den Medikationsplan eben nicht so hoch sind. Das ist, sagen wir mal, ein wesentlicher Vorteil. Das Ganze liegt auf Papier vor, im Grunde genommen wie ein Arztbrief. Und der Patient hat es in seiner Hand oder in seiner Hosentasche. Also keine NSA kann irgendwie auf diesen Medikationsplan zugreifen, es sei denn, sie würde ja wirklich physisch da den Patienten bestehlen. Der Patient kann, wenn er nicht möchte, dass irgendeiner diesen Medikationsplan sieht, kann er den sofort durchreißen. Und der Patient sieht, was auf dem Medikationsplan steht. Auf der anderen Seite haben wir eben diese Möglichkeit der strukturierten Daten. Also das ist eben so, wir haben da quasi die Vorteile miteinander verbinden können und haben dieses Glück, dass die Datenschutzanforderungen eben nicht so hoch sind wie beispielsweise bei der elektronischen Gesundheitskarte. Da habe ich absolut Respekt vor, wie die das gelöst haben und dass sie das überhaupt lösen, aber da haben wir es besser. Der Medikationsplan hat ja hier schon Resonanz erhalten. Wie sind die Reaktionen hier der Teilnehmer auf der Messe? Also ich habe mich da sehr gefreut. Ich habe mir einen Medikationsplan selber ausgedruckt und bin mit diesem Medikationsplan zu 4 verschiedenen Herstellern gegangen und habe mal geguckt, können die den einlesen, können die den ausdrucken. Davon waren eben 2 Hersteller, die in Krankenhausinformationssysteme und Praxisinformationssysteme integriert sind, also insofern denen diese Lösungen anbieten können, und 2 Hersteller, das sind Arzneimitteltherapie-Sicherheitsprüfungssysteme, sodass also dass eigentlich alle Szenarien abgedeckt sind. Das Einlesen des Medikationsplans beim Arzt oder beim Apotheker, dann habe ich den Medikationsplan genommen, bin zur anderen Firma gegangen, die hat den einlesen können, hat ihn nochmal verändern können, bin dann damit zur dritten Firma gegangen, die hat ihn einlesen können, hat eine Arzneimitteltherapie-Sicherheitsprüfung gemacht, hat mir dann direkt 2, 3 Hinweise gegeben können, was man nicht zusammengeben kann, und bin dann zur vierten Firma gegangen, die eben dasselbe auch nochmal machen konnte. Also insofern war das eigentlich auch schon gelebte Arzneimitteltherapie-Sicherheit, also Übergabe der Daten, Interoperabilität, sowohl intersektoral als auch interprofessionell, wäre damit eigentlich gegeben. Und wenn das dann mal in dem Tempo weiterläuft, wenn das im Sinne eines Schneeballsystems dann mehr Lauf aufnimmt, dann würde ich mich sehr freuen. Das sind ja auch sehr positive Einschätzungen jetzt für die Zukunft. Vielen Dank, Herr Dr. Ali, für das Gespräch. Ja, danke auch.